Hallo liebe Technikfreunde, herzlich willkommen zu diesem neuen kurzen Video. Wie ihr seht, ich stehe gerade wieder am Supercharger und diesmal aber einen völlig neuen, nämlich mitten in Berlin. Und da möchte ich kurz in diesem Video berichten, das seht ihr alles nach dem Intro. Bis gleich, viel Spaß. So Freunde, und ihr seht, wir sind hier mitten in Berlin und zwar ist das am Gasometer. Ich blende mal ein, wo genau das ist. Das heißt, das ist jetzt der erste Supercharger, der mitten in Berlin ist. Finde ich wirklich prima. Somit hat wieder ein Stück weit, die Elektromobilität ist noch ein Stück weit einfacher geworden, denn jetzt könnt ihr jederzeit, zumindest wenn ihr einen Tesla fahrt, hier in Berlin mitten im Zentrum laden. Ich sag mal mitten im Zentrum. Kudamm ist alles nicht so weit von hier, also man kann wirklich sagen, dass es so ziemlich das Zentrum ist. Ja, ich finde das eine prima Sache. Und was das ganz Besondere ist, ihr habt hier alles V3 Supercharger. Das heißt, ihr habt eine Leistung von 250 kW. Und ich werde mal reinstecken hier. Also so sieht das aus, habt ihr bestimmt schon gesehen. Was echt auch interessant ist, das Kabel ist viel dünner als bei den anderen Fremdfirmen, Fremdfabrikaten, die es noch gibt als Ladesäulen, mit Schnellladesäulen. Und wie immer, man drückt einfach hier oben drauf, die Klappe geht auf und man steckt ihn rein. Ja, das war es eigentlich schon. Ist also relativ einfach. Und ich drehe mal kurz das Bild rum. Ja, jetzt seht ihr mich. Was ich sagen wollte, ich bin ja gestern hier angekommen und das ist das ganz Gute. Verwandtschaft von mir wohnt ja mitten in Berlin und jetzt ist dieser Supercharger nur noch 3 Kilometer entfernt. Das heißt, ich kann jetzt ganz bequem losfahren und alle, die nach Berlin wollen, ins Zentrum müssen, die müssen nicht mehr vor Berlin nochmal sich einen Supercharger suchen, wenn sie nicht irgendwo anders laden wollen, also in einer öffentlichen Ladesäule zum Beispiel, könnt jetzt wirklich hierher fahren und könnt hier laden. Ihr könnt quasi nach Berlin durchfahren. Das finde ich eine prima Sache und da sieht man wirklich, dass Tesla wirklich dabei ist, die Supercharger immer weiter zu entwickeln. Also kann man echt nicht meckern und sie bauen das Ladenetz immer weiter aus. Was ich noch sagen wollte ist, dass ich angekommen bin vorgestern mit 28% im Akku. Ihr wollt ja mal wissen, wie weit man mit dem Auto kommt. Bin quasi bei 90% losgefahren bei mir zu Hause. Das waren 171 Kilometer, ich kam mit 28% an. Und was hier interessant war, es hat gegossen wie aus Strömen. Ich bin fast die ganze Strecke im strömenden Regen gefahren. Und ja, habe trotzdem einen Verbrauch von 17, 18 kW gehabt und bin wirklich stellenweise 135 gefahren. Natürlich gibt es nach Berlin viele Beschränkungen. Im Schnitt könnt ihr so 120 fahren, aber ich habe mich wirklich immer an diese Geschwindigkeiten gehalten. Und wenn es ging, bin ich 135 gefahren. Im strömenden Regen alles mit Audi Pilot. Es hat wirklich prima funktioniert. Ja, kleinen Moment. Ich lasse mal die Tür offen. Ja, jetzt war gerade der Alarm ausgegangen. Es sitzt nämlich noch meine Freundin im Auto und ich habe das Handy hier in der Hand und bin weggegangen vom Auto. Und es ist klar, wenn sie sich bewegt, geht der Alarm los. Aber ich habe jetzt die Tür aufgemacht und damit kann nichts mehr passieren. Ja, wo war stehen geblieben? Genau, ich bin im strömenden Regen gefahren und habe nur einen Verbrauch von 18 kW gehabt. Ich vermute mal, ich hatte Rückenwind. Das lässt sich im strömenden Regen schlecht einschätzen. Aber da kann man wirklich nicht meckern. Und ich denke mal, der größte Feind des Elektroautos ist der Wind und nicht so sehr der Regen. Das ist zumindest jetzt meine Erfahrung nach Berlin. Und was ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich hier mit 28% Akku hier rangefahren bin. Der Akku müsste eigentlich warm sein, weil ich bin da lang genug gefahren. Habe hier an diesem V3 angeschlossen, der ja 250 kW schafft. Und habe dort maximal in der Spitze 160 kW geladen. Ja. Okay, das wollte ich nochmal sagen. Also wie gesagt, ganz wichtig jetzt hier, Fazit des Videos, wer nach Berlin fährt und irgendwo im Zentrum hin, also einen Termin im Zentrum hat oder irgendwo, wo er hin muss im Zentrum, der muss nicht mehr irgendwo sich vor Berlin noch einen Supercharger suchen, um dann hier nicht mit 20-30% nur parken zu müssen über Nacht, sondern der kann jetzt hierher fahren und kann direkt im Zentrum laden. Also bin ich begeistert und deswegen kann ich immer wieder sagen, Leute, bis jetzt ist nur Tesla so ausgereift und also ich kann wirklich nur jeden dazu raten, wer Elektromobilität jetzt fahren und nutzen möchte, kann das mit dem Tesla derzeit am besten machen. Ja, okay, das war's mit einem kurzen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, einmal den Daumen nach oben. Ihr wisst Bescheid. Und ansonsten wünsche ich noch viel Spaß im Netz. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.